Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Wir sprechen über Induktion und deren Effekte. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das heißt Wirbelströme. Okay? Wirbelströme, wie alle Sachen, die es so gibt, werden technisch genutzt oder sind parasitäre Effekte, je nachdem, was man erreichen will. Schauen wir uns einmal an, was ein Wirbelstrom überhaupt ist. Ja, ich habe da wieder meine Schleife aufgezeichnet. Ja, wir haben das Induktionsgesetz daran einmal gemacht. Ja, und jetzt überlegen wir uns einfach Folgendes. Ja, ich nehme diese Schleife hier, ja, und ich schließe die kurz. Ja, ich mache einen Kurzschluss. Ja. Das heißt, die kurz geschlossene Spule was muss gelten? U ist gleich 0 Volt. Okay? Weil das in dieses Induktionsgesetz einsetze, steht da R mal I ist gleich minus d phi v noch dt. Das heißt, mein I ist 1 durch R minus, ja, d phi v noch dt. So, das haben wir schon mal gehabt, ja, dass der Strom eigentlich negativ ist. Da. Was bedeutet das jetzt aber? Stellen wir uns vor, dieser Fluss hier wird mehr. Oh, ja, dieser Fluss dadurch wird mehr. Ja, das bedeutet, der Strom rinnt in diese Richtung. Ja, also da in die Richtung habe ich ein Minus i. Ja, der Strom rennt in diese Richtung. Was macht dieser Strom hier eigentlich für ein Magnetfeld? Der Strom macht ja auch ein Magnetfeld. So rum. Ja? Das heißt, genau entgegengesetzt zu der Flussänderung. Ja? Wenn das mehr wird, will der Strom diesen Fluss abschwächen. Ja? Weil der macht ja praktisch einen Gegenfluss, ja? Und schwächt dieses Mehrwerden. Von dem äußeren Fluss wird durch diesen Strom hier abgeschwächt. Ja, das ist dieser Effekt, dass eben der Strom in einer Spule nicht springen kann, sondern dass er sich nur langsam ändern kann. Weil natürlich, wenn es komplett zum Erliegen kommt, praktisch diese Änderung, dann gibt es ja keinen Strom. Und so ist es halt so ein langsamer Übergang des Stromes. Okay? Also, das ist die sogenannte Lenzsche Regel. Okay? Ströme werden so induziert, auch wenn jetzt die Ströme nicht induziert werden, sondern die Spannungen, die Ströme verursacht werden, ja? Deswegen schreibe ich das unter Anführungszeichen. Also die Ströme werden so erzeugt, sagen wir, ja, dass sie der verursachenden Flussänderung entgegen. Okay. So, wir haben also ein sich veränderndes Magnetfeld, das erzeugt in einem Leiter einen Stromfluss, der Änderung entgegenwirkt. Ja, der versucht, diese Änderung aufzuhalten praktisch. Der bremst einfach. Ja. Jetzt haben wir, stellen wir uns vor, haben wir nicht einfach eine Leiterschleife, sondern ja, wir haben ein ausgedehntes Material. Ja? Ausgedehntes leitfähiges Material. Stellen wir uns vor, der Fluss geht da rein. Ja? So. Dann erzeugt
In diesem Material, ja, ich mache jetzt einfach so eine Bruchkante, das soll das Material sein, ein Ausschnitt dieses Materials, ja, dann werden von diesem Fluss hier, der Phi, ja, werden Wirbelströme induziert. Ja, und zwar, weil es sind, man kann sich praktisch vorstellen, es sind lauter kleine Leiterschleifen, und zwar der Strom rinnt dann, wenn man das vorne anschaut, praktisch genau so rum. Ja, also genau verkehrt eigentlich ich. Ja, und weil ich da überall praktisch so ein Vieh habe, ja, ein sich ähnendes Vieh, ja, dann werden da überall in diesem Material Ströme induziert, die so in Gras wandern. Okay? Das sind Wirbelströme. Es bilden sich Wirbelströme, weil es gibt ja zwar keine geschlossene Leiterschleife, aber es kann sich überall in diesem Material kann sich so eine Leiterschleife bilden. Es ist ja alles mögliche leitfähig. Und wenn da jetzt so ein Fluss durchgeht, ein sich ändernder magnetischer Fluss, na, dann bilden sie da, dann rinnt dort diesen Gras. Ja? Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Ja? Es bilden sich in einem ausgedehnten leitfähigen Material, bilden sich aufgrund eines sich ändernden magnetischen Feldes elektrische Felder, und diese elektrischen Felder erzeugen Wirbelströme. Gut? So schaut das aus. Was hat das jetzt für einen Effekt? Ja, der Effekt ist natürlich, das hat einen gewissen Leitwert, dieses Material, ja, ein gewisses Gamma, eine Leitfähigkeit, und je nachdem, wie stark sich das Magnetfeld, wie schnell sich das Magnetfeld ändert und wie leitfähig das Material ist, entstehen da größere oder kleinere Ströme, und nach dem Ohmschen Gesetz entsteht da auch eine Leistung, das heißt, das Zeug wird warm. Das Zeug wird warm, wird verwendet für zum Beispiel eine Wirbelstrombremse, also das ist ein magnetisches Feld, wo eine Bremsscheibe durchbewegt wird, und dadurch entstehen Wirbelströme da drinnen, und die Wirbelströme erwärmen die Bremsscheibe, und dies bremst auch gleichzeitig die Dings. Ja. Anwendungen. Ja. Anwendung. Wirbelstrombremse. Wirbelstrombremse ist eine Anwendung. Eine weitere Anwendung wäre, wenn jemand einen Induktionsherd zu Hause hat, dann funktioniert das auch so. Dann ist das ausgedehnte, leitfähige Material eben der Boden vom Topf. Da wird das magnetische Feld durchgeschickt, und da drinnen stehen Wirbelströme, die machen einen Topf aus. Nur einen Topf. Nicht die Fläche, nur einen Topf. Induktionskochfeld. So funktioniert es mit Wirbelströmen. Und deswegen, also diese Wirbelströme, die reduzieren natürlich schon dieses Feld. Ja? Je besser, dass das funktioniert, je besser, dass dieses leitfähig ist, und je größer die Ströme sind da drinnen, desto eher können die das Feld praktisch aufhalten. Kann man sich vorstellen. Ja, also da rinnt so ein Wirbelstrom, und der hält da einen Teil von dem Feld auf. Und je besser, dass das funktioniert, desto besser können die diese Feldänderung aufhalten. Okay? Jetzt kommt's da zu verschiedenen Effekten. Ja? Manchmal will ich magnetische Felder führen mit einem ferromagnetischen Material in einem Joch zum Beispiel. Ja. Und wenn jetzt in diesem Joch Wirbelströme entstehen, hallo, ja, dann heulen die ja meinen magnetischen Fluss auf, ja, oder dämpfen ihn zumindest sehr stark. Das brauche ich nicht. Ja, das brauche ich nicht. Deswegen werden eben solche Jochdinger, ja, wo ein magnetischer Fluss
geführt werden soll, ja, geblecht ausgeführt. Geblechte Ausführung. Eines Jochs. Ja. Warum machen wir das? Ja. Dazwischen da ist isoliert. Ja. Also da haben wir Isolation, elektrisch isolierend. Jetzt führt nur ein Teil, führt diesen Fluss, und wenn diese Blechdicken ganz dünn sind, ja, dann können sie diese Wirbelfelder da, diese Wirbelströme nicht gescheit ausbreiten, weil es ist einfach kein Platz da. Ne? Also man muss sich ja, man kann sich ja vorstellen, da sind die Elektronen, die bewegen sich in die Richtung, in die Richtung. Das ist wie ein Wasserwirbel, ja, nur es ist halt ein Elektronenwirbel, ein Ladungsträgerwirbel, und wenn da einfach kein Platz ist, dann entsteht einfach nicht gescheiter Wirbel, sondern nur ganz kleine, und die stören jetzt nicht besonderlich, aber so richtig gescheiter, großer Wirbel kann sich da in dieser geblechten Ausführung eigentlich nicht mehr, also so ein fetter, gescheiter Wirbelstrom geht nicht mehr. Es bilden sich da ganz kleine, vielleicht so irgendwie, ja, oder vielleicht so ein bisschen größer, aber es ist auf alle Fälle signifikant reduziert, ja, weil dieser große, der geht halt nicht mehr. Ja, der meinen Fluss auch wirklich aufhalten kann. Ja, geblechte Ausführung. Deswegen hat man in Transformatoren und so weiter, überall wo so sich wechselnde magnetische Felder drinnen sind, hat man geblechte, ausgeführte Joche. Ja? Und die putzt man nicht und poliert nicht, sondern dann ist sie elektrisch leitfähig. Da liegt was dazwischen, was eben diese elektrische Leitfähigkeit isolierend, ein Isolator liegt da dazwischen. Ja? Das hat einen Sinn. Ja? So, ein anderer Effekt dieses diese Sache ist der sogenannte Skin-Effekt. Ja? Wenn ich einen Skin-Effekt. Wenn ich einen Leiter habe, ja, dann ist es so, ja, wenn ich dann Strom durchschicke, ja, bei Gleichstrom ist der gleich verteilt. Ja, verteilt sich der Strom über die gesamte Leiterfläche. Okay? Je höher die Frequenz da drinnen wird, desto eher wird der Strom von innen nach außen verdrängt. Okay? Und irgendwann ist so, dass halt außen mehr Strom rinnt und innen fast gar keiner. Ja? Und dann wieder nach außen. Ja? Das heißt, an der Leitung beteiligt sind die äußeren Ströme, also die äußeren Fasern mehr in diesem Leiter. Ja? Stromdichte, schreibe ich da. Das ist die Stromdichte. Die verteilt sich. Der Effekt ist, weil in der Mitte erzeugt der Strom selbst an und für sich, also ein Magnetfeld, was sich ändert, das wirkt der Stromänderung entgegen und so weiter. Und es kommt zu einer Diffusion. Wenn man sich das mit den Maxwell-Gleichungen herleitet, dann sieht man, dass das so sein muss. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber auf alle Fälle, wir können uns merken, ja, dass hochfrequente Ströme, je höher diese Frequenz ist, ja, desto eher verdrängt es nach außen, desto weiter verdrängt es nach außen. Je niedrigere Frequenz ist, desto, also zum Beispiel bei 50 Hertz, bei unsere normalen Stromleitungen haben wir ungefähr 10 mm Eindringtiefe. Eindringtiefe ist vielleicht ein Stichwort, ja, das ist so, ja. Das ist ja da irgendwie definiert. Das ist die Eindringtiefe
Delta, ja, und das Delta berechnet sich als 1 dividiert durch die Wurzel aus, P muss immer drin sein, der Frequenz, der Permeabilität und den Gamma. Ja. Das ist die Eindringtiefe. Die Eindringtiefe ist jetzt nicht etwas, das nur draußen Strom rinnt. Wir sehen, da drinnen rinnt auch Strom. Das ist die Dicke eines fiktiven Hohlleiters, der praktisch den gleichen Widerstand hat. Okay? Das ist also der effektive Querschnitt wird festgelegt durch die Eindringtiefe. Also es ist eigentlich vollkommen egal, wie breit dieser Leiter ist. Ich habe nur im Äußeren, man kann sich vorstellen, ich habe nur im Äußeren, effektiv ist nur die Eindringtiefe. Auch wenn weiter innen auch noch was rinnt, aber eben nicht mehr so viel. Ja? Also die Eindringtiefe ist so nur ein Hilfsmittel. Ja? Und wie gesagt, bei 50 Hertz haben wir Eindringtiefen von 9, 10 mm. Also da können wir schon einen gescheiten Leiter nehmen. Ja? Und je weiter die Frequenz nach oben geht, da haben wir die Frequenz drin, desto dünner wird diese Eindringtiefe. Und dann geht es schon ziemlich zu. Ja? Also Skin-Effekt. Ja? Was macht man dann, wenn man hohe Frequenzen übertragen will, Ströme mit hohen Frequenzen? Da muss man genau wie hier so dünne Litzen nehmen. Und jede Litze ist gegenüber der anderen isoliert. Also dann sind halt, ist das nicht ein dicker Kupferblock oder ein relativ dicker Kupferblock, sondern lauter Einzellitzen, die gegeneinander isoliert sind. Ja. Man kann auch im Baumarkt so Drähte kaufen, wo Einzellitzen drin sind. Die haben aber nur den Grund, dass sie eben flexible Kabel erzeugen. Also die sind nicht untereinander isoliert. Ja. Also das sind die, was im Baumarkt zum Kaufen gibt, die Standard für die 50 Hertz, das ist nicht sowas. Ja. Das ist kein Hochfrequenzkabel. Ja. Also das sind also Wirbelströme, wie sie entstehen, welche Anwendung das gibt und wie man die parasitären Effekte da irgendwie versucht zu lösen. Okay? Wirbelströme, ein Effekt der Induktion. Gut, jetzt lassen wir die Induktion sein. Ja? Jetzt wissen wir, was eine Spule ist, wir wissen, was eine Eigeninduktion ist und so weiter. Jetzt wollen wir sie anschauen, wie sie die Spule in Schaltungen verhält. Und zwar magnetisch nicht gekoppelte Spulen. Das ist das Thema unseres nächsten Videos. Ja. Schaltungen von Spulen, von magnetisch nicht gekoppelten Spulen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.